Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So. Ich bin gerade heimlich nochmal alles durchgegangen. Hey, ich hab noch was vergessen. Ich bin alles nochmal durchgegangen, wirklich alles nochmal durchgegangen. Also ich habe das jetzt nicht aufgenommen und ich finde einfach nichts. Ich habe nichts gefunden. Der einzige Raum, den ich noch habe, ist dieser hier. Und ich weiß nicht, nach was ich gucken soll. Es muss ja irgendwie was hier sein, das mir helfen kann, das Zeug in die Spritze zu gehen. Das Zeug in die... Ich sehe die Spritze. Sag Spritze, weil ich abgelenkt war. Und ja, mit einer Spritze natürlich. Ich wusste gar nicht, dass man die aufheben kann. Eine Spritze. Ziemliches Kaliber. Ich schätze, damit werden irgendwelche Flüssigkeiten abgesaugt. Eine Grippeimpfung würde ich damit zumindest nicht bekommen wollen. Aber die können wir mitnehmen. Genau. Ich habe etwas vom Abführmittel in die Spritze gezogen. Super, 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 super. In Ordnung. Das Abführmittel ist in der Sodaflasche. Prima. Und jetzt rausgehen zu Dick und dem jetzt die Soda geben. Hey, Chef. Lust auf eine Flasche Soda? Was willst du dafür? Nichts. Du gibst mir einfach so eine Soda. Als freundliche Geste sozusagen. Genau. Das ist sehr nett. Und ich würde nicht einfach... Ja gut, das ist ja zu, ne? Da denkt man natürlich, dass... Vielleicht kannst du mir noch einen Gefallen tun. Könntest du kurz hier Wache halten? Ich bin gleich wieder da. Ich dachte, Sie dürfen Ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Ist ein Notfall. Bin gleich wieder da. Warte hier. Der Junge muss scheißen. Kein Problem. Der muss aber sowas von scheißen. Was war das denn? Seltsam. Naja, weg ist er. Okay. Schnell machen mit der Waage. In Ordnung. So kann ich das Gewicht von Fuller samt Bahre ermitteln. Kilo. Fragt sich nur, wie viel davon Bahre und wie viel Fuller ist. Das lässt sich leicht herausstellen, indem wir die leere Bahre wiegen. Schauen wir mal. Die Bahre wiegt etwa 24 Kilogramm. 158 für Fuller mit Bahre. 134. Minus 24 für die Bahre sind... 134 Kilogramm. Das ist Fullers Gewicht und das muss ich auf die Waage stellen. Etwas mehr vielleicht. Immerhin trug er keine Kleidung und hat viel Blut verloren. Ich selber wiege mit Kleidung knappe 90 Kilo. Fehlen mir also noch rund 45 Kilogramm, die ich mit auf die Waage stellen muss. Im Keller sollte sich da schon etwas finden lassen. Keine Bewegung! Hä? Was zum... Ich wollte nicht... Was wolltest du? Mich vergiften, was? Aber nicht mit mir. Ich? Sie vergiften? Wie kommen Sie? Kein Mensch hat mir jemals etwas zu trinken angeboten. Und ausgerechnet einer wie du holt mir eine Soda. Naja, ich dachte, Sie wären durstig. Ein Junkie bist du. Willst hier Medikamente stehlen, was? Oder Geräte, um sie zu Geld zu machen? Blödsinn. Ich... Die Soda ist vergiftet, stimmt's? Sie ist jetzt im Labor. Und wenn sich herausstellt, dass du mich vergiften wolltest... Naja, vergiftet... Dafür wanderst du in den Knast, du Terrorist! Oh. Und da hattest du Sehnsucht nach deinem alten Chef und wolltest dich von ihm verabschieden, hm? So ungefähr. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Einbruch, Diebstahl. Dafür können wir dich einlochen. Einbruch und
Diebstahl? Laut dem Wachmann bin ich ein gemeingefährlicher Top-Terrorist. Ach, er hat dich beim Herumschnüffeln erwischt und das ist schlimm genug. Ich verstehe, dass du deiner Freundin helfen willst, aber das tust du mit solchen Aktionen nicht. Wenn das rauskommt und Dick wird dafür sorgen, dass bis morgen jeder in der Stadt von seiner Heldentat weiß, dann wird es aussehen, als wolltest du Beweise verschwinden lassen oder etwas in der Art. Hm. Darf ich jetzt gehen? Darren, ich bin nicht gegen dich. Aber halte deine Nase raus aus dieser Sache. Wenn wir dich nochmal beim Herumschnüffeln erwischen, wanderst du in den Knast. Kapiert? Verstanden. Und jetzt verschwinde. Na gut, da sind wir ja sehr schnell wieder rausgekommen. Ich muss Dick beruhigen und ihm klar machen, dass der Junge harmlos ist. Und ich werde da weitermachen, wo ich aufgehört habe. An Fullers Geheimtür. Hat Sina uns noch was zu sagen hier? Nö. Fuller, Fuller, Fuller. So. Mir ist auch noch was eingefallen. Wir haben doch jetzt seinen Schlüssel. Der hat doch bestimmt hier so ein komisches Teil dran. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. So, ich habe die Uhr aufgezogen. Ich drücke den Schlüssel jetzt rein. Huch, es hat geklickt. Hörte sich an, als wäre im Inneren der Uhr etwas verstellt worden. Hoppla, was ist das denn? Die Schachtel war in der Uhr versteckt. Mal sehen, was drin ist. Aha. 4 Negative. Wir haben ja hier so einen Leuchttisch. Da packen wir die jetzt drauf. Dann wollen wir mal. Ich kann die Dias verschieben und drehen. Mal sehen, ob ich sie so anordnen kann, dass sie einen Sinn ergeben. Er kann sie schieben und drehen. Wie soll er sie denn drehen können? Ach so. Okay. Hospital, so. Passt ja gar nicht zusammen, ne? Warte, ich kann die übereinander legen, oh mein Gott. Na okay, das hat. Warum ging das jetzt nicht? Warte mal, die aufeinander sind schon mal richtig. Nee, die können nicht richtig sein. So. Das ist eine 4.
Ich muss überlegen. Keine Ahnung. 2, 4, 8, 2. Richtig angeordnet ergeben die Balken Digitalziffern. Ich bin mir sicher, dass das die Codenummer für die Geheimtür ist. Die Negative waren Fullers Gedächtnisstütze für den Notfall. Ich wusste es jetzt nicht. So, du wiegst, die Bierkiste könnte 48 Kilo wiegen? 45 Kilo? Billiges nee. Bier passt zu Fuller. Nicht. Quatsch, das ist ja Blödsinn. Was ist denn mit der Puppe hier? Okay. Mir fehlen rund 45 Kilo zusätzliches Gewicht. Das sollte nicht das Problem sein. So. Es ist gerade sehr dunkel hier. Ich glaube, er sucht sich schon selber irgendwas zusammen. Zusammen mit meinem Gewicht müsste das auf ein paar Kilo genau hinkommen. Ich denke, das ist exakt genug. Und jetzt bitte den Code. Jetzt könnte es klappen. 2, 4. Was hat er, was hat sie noch gesagt? 2, 4, 8, 9, ne? 2, 4, 8, 9. Hä? Komm ich hier überhaupt wieder zurück? So. 2482. Jetzt könnte es. 2482. Das ist es. Endlich. Ich räume den Krempel wieder weg. Die Tür ist ja offen. Ja, und ich würde jetzt gerne wissen, was dahinter ist. Das ist bestimmt irgendwie irgendetwas Ekliges, Schlimmes oder so. Oh, ich kann es mir richtig vorstellen. Irgendwo muss doch. Ich kann schon sehen. Ah, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Kameras und Licht und oh Gott, was hat der gemacht? Dieses Aas. Oh Mann. Ich möchte gar nicht wissen, was das für Flecken sind. Ein Fotostativ. Ein älteres Modell als oben im Laden, aber es hat das gleiche Halterungssystem. Es ist für Fullers Fotoapparat. Das ist ekelhaft. Er hat es aufgenommen. Dieses Schwein hat alles auf Video festgehalten. Auf diese Art und Weise hatte er noch länger etwas davon. Und er hatte Beweise. Keine Kassette in der Kamera. Ein BH liegt da noch. Vorhang. Unheimlich. Der Vorhang sieht aus, als hätte Fuller ihn seiner Mutter geklaut. Altmodisches Design, aber besser in Schuss als alles andere hier. Lass mal aufziehen. Was haben wir denn da? Was ist das denn, eine Metallplatte? Eine Metallplatte, die in die Wand eingelassen wurde. In der Mitte der Platte gibt es eine sechseckige Vertiefung. Aha. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Eine Metallplatte, die... Wahrscheinlich muss ich erstmal alles andere durchgucken. Wie in einem Folterkeller. So etwas in der Art ist es ja auch. Das Bett hat einen Metallrahmen und eine durchgelegene Matratze. Sie ist fleckig, schimmlig. Kein Laken, kein Kissen. Nur diese versiffte Decke. Ich möchte nicht wissen, was sich hier abgespielt hat. Ich befürchte nur, ich weiß es. Ach, das Kreuz ist total viel am Platz, ey. Betäubungsmittel? Nein, echt jetzt. Oh mein Gott. Mehrere kleine Fläschchen mit K.O.-Tropfen.
Das ist... Oh Gott, die habe ich abgeholt. Fullers Paket. Es hat geklimpert. Damit will ich nichts zu tun haben. Was wäre wohl geschehen, wenn er noch etwas von dem Zeug gehabt hätte, als Angelina hier gewesen war? Hätte er... Hat er sie vielleicht angerufen? Wollte er sie heute Nacht hierher locken und sie... Sie könnte sich gewehrt haben und ihn... Aber dann wäre es Notwehr gewesen. Das hätte Angelina der Polizei doch gesagt. Komm schon, konzentrier dich. Angelina hat damit nichts zu tun. Was ist denn in den Schrank? Der Metallspind sieht sehr alt aus. Vielleicht stand er früher mal in irgendeiner Schule oder einem Sportverein. Der Schrank ist verschlossen. Aber es gibt kein Vorhängeschloss und auch kein Nummernschloss in der Tür. Es muss irgendein anderer Mechanismus sein. Der Schrank ist verschlossen. Ja, die Platte da, aber wie vielleicht? Verstehe ich nicht. Eine Metallplatte, die in die Wand eingelassen wurde. In der Mitte der Platte gibt es eine sechseckige Vertiefung. Aber ich habe jetzt hier nichts da, um das jetzt aufzumachen. Eine Metall... Oder habe ich den Schlüssel da oben noch stehen? Ich lasse den Kuckuck lieber in Ruhe. In der Uhr war die Schachtel versteckt. Sie muss ein ziemlich ausgeklügeltes Innenleben haben. Ich glaube kaum, dass da noch mehr drin versteckt ist. Ich muss den Schrank irgendwie öffnen, nur die Frage ist, wie. Stadt muss doch einfach ein Motiv haben. Was niemand finden soll, verschließt man gut. Versteckt es in Geheimfächern oder vernichtet man. Wenn ich zwei Beweise finde, sollte das reichen. Ach, ja, aber... Guck mal eben die Hotspots an. Der hat da drinne... Mit Sicherheit... Gerade am gucken, wo die Hotspots noch sind. Ist ja sonst nirgendwo, es ist nur hier. Auf den Pfosten des Bettes gibt es diese golden glänzenden Kugeln. Das müsste Messing sein. Okay, wir haben eine Kugel. Das geht tatsächlich. Die Kugel steckte einfach im Rohr des Bettpfostens. Eine Messingkugel. An der Unterseite ein sechseckiger Metallstift. Er wurde angeschweißt, wie es scheint. Oh, geil. Irgendetwas ist geschehen. Der Schrank ist aufgegangen, natürlich. Offen ist er, aber ich kann mich nicht darüber freuen. Ich will nicht sehen, was auf diesen Fotos ist. Musst du ja auch nicht. Du musst ja einfach nur gucken. Ach, Mrs. Biber. Auf diesen Bildern ist nur Mrs. Biber zu sehen. Aber es könnte auch noch Bilder von anderen Frauen geben. Und damit viele Leute mit einem Motiv. Zusammen mit dem Erpresserbrief muss das die Polizei einfach überzeugen. Fuller war ein Erpresser und Schlimmeres. Es muss Dutzende Leute geben, die ihn tot sehen wollten. Dutzende Leute mit einem Motiv. Im Gegensatz zu Angelina. Damit bekomme ich sie aus dem Knast. Ich muss ja hier raus. Mir ist auch noch was eingefallen. Und zwar an dem Hotel. Brotkrümmel. Möwen. Nein, ich habe gerade keine Lust auf Vögel füttern. Ah, okay. Also funktioniert das noch nicht. Aber das wäre nämlich die Idee gewesen, weil dann hätte nämlich der Hotelbesitzer Probleme mit den Möwen gehabt und dann... Das ist wirklich interessant. ...wäre abgelenkt gewesen. Abstoßend ist das. Und ein verdammt gutes Motiv, oder? In der Tat.
Aber die Bybars müssen nichts mit dem Mord zu tun haben. Natürlich nicht. Ich schätze, ihre Leute werden noch mehr in Fullers Geheimraum finden. Und damit haben sie haufenweise Verdächtige. Alle mit einem guten Motiv. Ich habe schon einige Leute hingeschickt. Aber all das hier sagt auch nicht aus, dass es nicht Miss Morgan war. Aber sie hatte kein Motiv. Da ist er. Doch, hatte sie. Der Typ. Das ist er. Das ist der Typ, der mich verfolgt hat. Schön, dass Sie gekommen sind, Mr. Reginald Boris ist mein Name, Inspektor. Ich bin Privatdetektiv aus England. Genau. Ich schätze, ich kann einiges zur Aufklärung dieses Falls beitragen. Das hören wir gern. Wir haben in der Tat einige Fragen an Sie. Zum Beispiel, warum Sie Angelina in eine Falle gelockt haben. Mr. Michaels. Die entscheidende Frage dürfte doch das Warum sein. Warum hat Miss Morgan den Fotografen Fuller ermordet? Nun, ganz einfach. Auch sie wurde von ihm fotografiert. Wie Sie sehen, nicht ganz so freizügig wie die anderen. Aber ich habe auch nicht alle Fotos. Ihre Leute dürften weitere Aufnahmen finden, die jeden Zweifel beseitigen. Das sind meine! Diese Bilder habe ich von Angelina geschossen, gestern Nachmittag. Beruhigen Sie sich. Was wird hier gespielt? Das fragen Sie lieber ihn. Er muss diese Bilder aus Angelinas Hotelzimmer gestohlen haben. Diese Bilder haben mit der Sache nichts zu tun. Es ist dasselbe Fotopapier wie bei den anderen. Und ich habe sie von Fuller erhalten. Er sagt, er hätte noch viel mehr. Bitte? Lüge! Das werden wir sehen. Darren, gehen Sie an die frische Luft. Beruhigen Sie sich. Mr. Boris, kommen Sie bitte mit mir. Es gibt einiges zu bereden. Aber selbstverständlich. Und Angelina? Die bleibt, wo sie ist, bis wir dieses ganze Durcheinander geklärt haben. Aber... Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Guten Tag. Lächerlich. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wissen Sie, ich glaube Ihnen. Mit Fuller hatten Sie recht. Und mit diesem Reginald stimmt etwas nicht. Na, wenigstens einer, glaubt mir. Gehen Sie da rein, verhaften ihn und lassen Miss Morgan endlich frei. So einfach geht das nicht. Aber es wird sich alles aufklären. In ein paar Tagen wird alles geklärt sein. Bis dahin sollten Sie einfach abwarten und Ihre Mutter besuchen. Abwarten? Ein paar Tage? Und diesem Schuft Zeit geben, sich neue Beweise zu beschaffen? Nee. In ein paar Tagen hat er ihr den Kennedy-Mord in die Schuhe geschoben. Ich werde herausbekommen, was er für ein Spiel treibt. Gut, aber seien Sie vorsichtig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sie sind schon in Fullers Haus eingebrochen. Wenn Sie sich bei sowas erwischen lassen, sind Sie... Dann sollten Sie sich lieber von mir fernhalten. Er kann die Bilder nur aus Angelinas Zimmer im Hotel haben. Dort sollte ich mich umsehen, auch wenn das der Polizei nicht gefallen dürfte. Dann können wir ja eigentlich jetzt Vögel füttern gehen, Verschwindet, oder? Verschwindet, ihr verdammten Viecher! Runter von meiner Veranda! Die Möwen scheinen die Veranda ebenso gerne zu haben wie der Hotelbesitzer. Dann ist er abgelenkt. Wir können in diesen Privatraum oder zumindest hoch ins Hotelzimmer. Da kommen sie. Und wie er sich dran vorbeischleicht. Dahinter liegen die Privaträume. Wie am Sch... Ich kann jetzt zwar die Treppe hoch, aber ohne Zimmerschlüssel ist spätestens an der Tür zu Angelinas Zimmer Feierabend.
Das hätten wir. Warum ist es denn hier so unordentlich? Ein Buch liegt hier auf dem Boden. Gestern Abend im Diner hat sie nur Alkoholfreies getrunken. Angelina kann mit Alk wohl so wenig anfangen wie ich. Schöne Arbeit. In der ganzen Region gab es früher fähige Handwerker. Sie brachten Erfahrungen und Entwürfe aus Europa mit und versorgten von hier aus die Staaten. Mein Geschmack ist es nicht. Und ich kann auch nichts entdecken, was mir weiterhelfen würde. Hast du auch sonst hier nichts? Lampe noch? Und da halt diese Belüftung. Was ist denn das? Ich fass es nicht. Ein Mikrofon. Ein Abhörgerät. Dieses Schwein hat Angelina verwanzt. Das Ding ist nicht verkabelt. Es muss einen kleinen Funksender haben. Aber so ein winziger Sender hat auch keine große Reichweite. Das hieße, irgendwo in diesem Raum müsste ein Verstärker oder ein stärkerer Sender zu finden sein. Den sollte ich unbedingt sicherstellen. Das ist natürlich in der Belüftung drin. Ein Abzugsschacht könnte ein gutes Versteck für ein Funkgerät sein. Das Loch führt vermutlich hoch bis zum Dach. Hab ich's doch gewusst. Ein Funkgerät. Die Wanze brauchte nur über ein paar Meter Funken. Und dieses leistungsstärkere Gerät hat die Signale verstärkt und wer weiß wohin gesendet. Ansonsten ist da nichts mehr. Haben wir denn jetzt auch alles, Darren? Bist du hundertprozentig sicher? Ich guck nochmal, Hotspots hier irgendwo? Nee. Sieht wie ein normales Funkgerät aus. Aber ich habe davon nicht viel Ahnung. Ich könnte Eddie fragen, der kennt sich doch damit aus. Genau, stimmt. Ein Mikrofon in einem kleinen Metall. Ich sehe allerdings keine Buchstaben oder Zahlen, keine Symbole. Nichts, was mir weiterhelfen könnte. Genau, wir könnten Eddie fragen. Der kennt sich doch mit Funkgeräten aus. Ah, oh oh. Wo kommen Sie her? Was fällt Ihnen ein? Sie können hier doch nicht einfach so durch die Zimmer laufen. Das hier ist ein diskretes Familienhotel. Wo ist der Schlüssel für Zimmer 5? Miss Morgans Zimmer, den haben Sie. Geben Sie ihn sofort her, wenn das die Polizei erfahren würde. Um Himmels Willen. Solange du es der Polizei nicht sagst, sag ich es auch nicht. Und jetzt raus! Lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Kein Problem. Ich habe sowieso hier alles erledigt, was ich wollte. Wenn Sie... Raus! Mann, war der sauer. Egal. Ich hab alles, was ich wollte und ich muss wohl kaum nochmal ins Hotel. Eddie. Da ist Eddie. Da wäre noch was. Nicht herumstottern. Was willst du? Die Polizei sucht einen Mann namens Reginald Boris. Er hat sich gestern in einer Seitengasse neben Ihrem Laden versteckt. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Wenn ich so einen Strolch bemerkt hätte, hätte er etwas zu hören bekommen. Das glaube ich. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Darren! Können Sie mir helfen oder nicht? Es ist wichtig. Das ist ein einfacher Funksender. Ziemlich billig. Schrott aus Asien. Ich habe das Ding in einem Lüftungsschacht im Hotelzimmer einer jungen Dame gefunden. Welche Reichweite hat denn so ein Teil? Nicht weit. Wenn es in einem Raum benutzt wird, ein paar Meilen bestenfalls. Und wo der Empfänger ist, kann man nicht herausfinden, oder? Das hilft mir alles nicht weiter, verdammt. Ich kenne eigentlich alle Funker in der Gegend hier. Und keiner von denen würde so ein Ding im Zimmer einer Dame verstecken. Aber...
Aber ich habe gestern Abend einen seltsamen Morsespruch abgefangen. Langwelle, kurz nach 1800. Jemand Neues. Er hat etwas von einem Mädchen berichtet, das jetzt in Sicherheit wäre. Und er hat angekündigt, dass er sich heute um 1800 erneut melden würde. Um 18 Uhr. Das könnte Reginald Boris gewesen sein. Wahrscheinlich. Ein Ausländer? Ja. Und außerdem vielleicht der Mörder vom alten Fuller. Und jemand, der einer Unschuldigen den Mord in die Schuhe schieben will. Und du willst das verhindern? Mhm. Vielleicht steckt doch ein Funken Anstand in dir. Können wir Reginald aufspüren, wenn er um 1800 wieder funkt? Natürlich. Mit Richtantennen, ich habe eine hier. Eine zweite müssen wir bauen. Dann peilen wir den Genossen von zwei Punkten aus an und bang, haben wir ihn. Was brauchen Sie dazu? Lass mich überlegen. Ein Radio habe ich hier, das können wir benutzen. Dann brauche ich noch ein Metallrohr. Kupferdraht, mindestens einen Meter. Und du brauchst Kopfhörer und einen Kompass, um genau peilen zu können. Bring mir die Sachen her und ich baue den Peilempfänger. Beeilung, es ist nicht mehr viel Zeit bis 1800. Wegen 1800, das ist 6 Uhr abends, oder? Oh mein Gott. Okay, das kriegen wir alles zusammen. So, aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.